Ja, hallo Bienenfreunde. Heute soll es nochmal um diese Apideas gehen, die ich ja letzte Woche gebildet hatte. Und ich möchte mal nachgucken, ob das alles funktioniert hat. Wie gesagt, bei der hatte ich am Freitag, am Donnerstag, am 3. oder 4. die Königin hier vorne am Flugloch gesehen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Zuerst mal in diesen hier. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. So. Wie gesagt, die Königin waren am 28. geschlüpft. So, und hier bin ich schon wieder enttäuscht. Es ist nichts drin. Ein paar Bienen. Und jetzt ist der kleine Stift hier runtergefallen. Wollen wir mal gucken. Warum ist das leer? Ich sage, dafür gibt es bestimmt mehrere Ursachen. Entweder ausgeräumt, geräubert oder die Bienen, weil ich sie ja auf dem Heimatstand habe, der ist, sage ich mal, das Stammvolk ist 30 Meter weg, dass die Bienen alle zurückgeflogen sind. Die Wahrscheinlichkeit, oder was ich vermute, ist, dass die Königin nicht von ihrem Begattungsflug zurückgekehrt ist und die restlichen Bienen dann abgeflogen sind. Weil ich hatte gesehen, am Freitagabend war hier mächtig viel Betrieb am Flugloch. Da waren die Bienen eigentlich noch da. Und wir gucken mal. Also ich schließe meine Räuberei aus. Weil hier ist noch etwas Honig drin, das wäre sonst ganz leer. Hier hinten ist auch noch Futterteig drin, das wäre sonst auch ausgeräumt. Ja, wie gesagt, hier ist auch noch ein bisschen Honig, also ein bisschen Nektar haben sie eingetragen. Also ich vermute mal, das ist meine Vermutung, dass die Königin vielleicht beim zweiten Ausflug oder so verloren gegangen ist und der Rest der Bienen dann das Weide gesucht hat. Also hier ist nichts drin. Das hat sich dann erledigt. Okay. Können wir zumachen, aber ich probiere das trotzdem noch mal mit dem nächste Woche. Tun wir sie neu befüllen, schieben wir sie erstmal beiseite. Gut, dann gehen wir zum zweiten. Ich habe hier zwei gemacht. Wie gesagt, am 28. sind die geschlüpft. 28. Mai. Und wir schauen jetzt noch mal in dieses Volk, wie es hier aussieht. Ja, und hier sieht es schon ganz anders aus. Ich nehme das mal kurz hoch, da seht ihr das. Das ist voll mit Bienen. Eigentlich ist da sogar mehr drin, als ich reingegeben habe. Daher kann ich vermuten, dass die Bienen hier aus der ersten Apidea, nachdem die Königin da verschwunden ist, sich hier eingebettelt haben. Das ist durchaus möglich. Wir gehen mal ein bisschen Rauch rein. Das sollte hier nicht runterfallen. Okay, und dann schauen wir mal. Also hier ist auch der Futterraum schön belaufen. Ja, und wie ihr seht, die bauen die Waben. Ich möchte die, weil die ziemlich weich ist, das Wachs. Ich möchte die nicht so schräg halten. Aber die sind hier schön belaufen. Also das Volk ist voll. Da sind mehr Bienen drin, als wie ich eigentlich reingegeben habe. Ob jetzt Stifte drin sind, würde ich mal sagen, können aber auch noch nicht. Weil ich denke mal, dass die Königin erst ab Donnerstag dann zum Begattungsflug so aufgebrochen ist. Sie brauchen ja so 5 bis 9 Tage, eher die brünstig werden. Und das schauen wir jetzt mal. So, also hier alle drei Waben. Gut ausgebaut. Und ich glaube,
Bei den hellen Waben, die sind hier schneeweiß im Prinzip, sehe ich die Stifte auch nicht so richtig. Und die sitzen hier alle auf einen Haufen. Man kann es schlecht erkennen. Aber ich hätte gesagt, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt hier, ich versuche das mal und gucke da mal, naja, mit der Lupe nochmal drauf. Ich würde sagen, hier sind Stifte drin. Königin sehe ich jetzt bei dieser Traube hier. Ja, Königin sehe ich natürlich bei dieser Traube hier jetzt nicht drauf. Aber bei denen hat es funktioniert. Also die sind gut zugange hier. Auch schön viel Bienen drin. Ne? Wie gesagt, mehr als, würde ich sagen, wie ich hier reingegeben habe. Da hat sich das andere Volk bestimmt hier eingebettelt. Haben sie noch Futterteig? Ja. Ja, und hier sieht man die Stifte ganz deutlich. Also die ist in Eilage. Ich will mal gucken, ob wir sie sehen eventuell. Das war ja hier so eine Schlanke. Ja, ich suche die jetzt hier auch nicht explizit, wo sie rumläuft. Aber wir schauen mal hier jetzt. Ja, und sie haben natürlich... Ich versuche heute mal, weil ich hier bei den kleinen Völkern ein bisschen mehr Zeit habe, ich versuche das mal jetzt ein bisschen genauer zu machen mit der Kameraführung. So, und hier in diesem unteren Bereich hier sollte man Stifte sehen. Ja, und hier, ich will die mal ein bisschen wegschubsen hier, geht mal weg. Und den Pollen, den ihr hier seht, der Violette, der kommt natürlich von der Phacelia, ja. Ich habe hier einen Blühstreifen mit sehr viel Phacelia. Aber Königin sehe ich nicht. Gut, das spielt auch keine Rolle. Aber zumindest hat es bei dem super geklappt. Also ich nehme mal an, es spielt jetzt keine Rolle, dadurch, dass sie Killerhaft hatten, dass die, hier ist keine zurückgeflogen zur Ausgangsbeute, obwohl ich das an demselben Standort gemacht habe. Normalerweise hätte ich sie auf den Außenstand gebracht, aber weil ich hier jetzt das erste Mal mit den Apidae gearbeitet habe, wollte ich die natürlich auf den Heimatstand haben. So, also 50% hat es geklappt. Es war ein Versuch, das auch aus einer Schwarmzelle zu machen. Und wie ihr seht, es hat geklappt, auch mit der Zweitstufzelle, weil der Ralf hat ja geschrieben, das funktioniert nicht, das geht nur bei weiselosen Völkern, aber es geht auch hier. Was ist die Zweitschutzzelle? Einfach eine Imitation einer schlupfreifen Weiselzelle. Und das funktioniert genauso, als wenn ich hier eine Original-Weiselzelle reinsetze. Die ist in 1 bis 2 Stunden, haben sie die Königin da rausgeholt. Ja. Und wie gesagt, bei der ersten, da war eine Königin drin, die hatte ich selber gesehen. Und wie gesagt, am Freitag war es, ja, Freitagabend, heute haben wir Sonntag, Freitagabend, also vor 2 Tagen war an der Beute mächtig viel Flugbetrieb. Und daher nehme ich an, die haben die Königin vermisst und haben sich dann hier jetzt in diese anderen eingebettelt. So, das war bloß ein kurzer Abriss jetzt. Mehr möchte ich hier jetzt nicht zeigen, weil das Wetter war heute auch einen ganzen Tag mies. Eigentlich wollte ich das Video hier gar nicht machen, weil es einen ganzen Tag geregnet hat. Aber die werde ich dann nächste Woche, dann, wenn ich dazu komme, rausfischen und ist eigentlich schon verkauft. Ist ja eine F2 im Prinzip. Ja, das Volk, was geschwärmt ist, hat eine F1-Weise. Und da hatte ich ja die Weiselzellen rausgenommen. So, dann macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.